Ja, hallo, herzlich willkommen hier aus Salzburg zur Treatment Week, Surgical Island oder wie Thomas Freude, der neben mir steht, sagen würde, der Insel der Glückseligen hier in Frankfurt, in Salzburg und Europa. Ja, wir haben hier eine super spannende Session vor uns. Komplexe proximale Humerusfraktur, wo sind die Grenzen der Plattenosteosynthese, wo sind die Indikationen für den endoprothetischen Ersatz? Und genau an dieser Grenze soll sich dieses Live-Battle bewegen. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich die beiden Stars dieser Session, die Operateure Franz Kralinger aus Wien und Thomas Freude hier aus Salzburg, der Lokalmatador. Und die beiden haben sich mit der Frakturgeometrie befasst. Und ich denke, wir schalten es erstmal zurück kurz nach Köln, damit wir auch dort das Team kennenlernen. Und dann gehen wir in Medias Res. Ja, jetzt sind wir offenbar dran. Ich, auf dem Film sind wir drauf, nicht? Gut, wir sind jetzt auf Sendung. Also herzlich willkommen hier in Köln, in The Shard. Und wir machen den ganzen Tag schon Operationen. Jetzt ist die Schulter dran. Unser Operateur heute ist Professor Hoffmann aus Hamburg. Und assistieren wird Frau Dr. Jecker hier aus Köln. Und unsere Aufgabe heute ist, Sie alle zu überzeugen, dass die Prothese die richtige Wahl ist und nicht die Osteosynthese. Und wir werden daran arbeiten, dass wir den Jungs in Salzburg zeigen, dass sie auf dem Holzweg sind. Großartig, das klingt doch vielversprechend. Ja, wir haben eine proximale Humerusfraktur. Ich habe ja einmal das 3D-Printmodell in der Hand. Wenn man das klassifizieren müsste, würde ich es einschätzen als eine tuberkuläre Explosionsfraktur mit Headsplit. Das ist sicherlich eine Herausforderung für eine Plattenosteosynthese. Deswegen haben wir uns hier für eine inverse Schulterprothese entschieden. Sie sehen hier ganz klassisch die Headsplit-Komponenten im Prinzip. Bei den inversen Prothesen wissen wir, dass wenn wir die Tubercula zur Einheilung bringen, haben wir bessere Ergebnisse, was die Abduktion und die externe, also die External Rotation, die Außenrotation angeht, zu erwarten. Aber wir können natürlich nur Tubercula einpassen, wenn das irgendwie Sinn macht. Und man muss, wenn man sich das Modell jetzt hier anschaut, dann sieht man im Prinzip keine soliden Tubercula. Man sieht einen kompletten Trümmerhaufen, auch die auch die Führung der Bizepssehne ist hier ganz klar mit involviert. Da müssen wir letztlich intraoperativ schauen. Ich werde natürlich die Tubercula hier armieren, also die Subscapularis-Sehne sowie die Infraspinatus-Sehne hinten. Und dann gucken, ob das irgendwie Sinn macht, das zusammenzuziehen. Das ist dann für später eine Entscheidung, die wir treffen müssen letztlich. Wir wollen eine Arthrex Universe inverse Prothese operieren. Ich selber habe diese Prothese noch nicht operiert, deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf. Ich bin aber sehr gut instruiert worden. Von daher haben Sie, wenn Sie unsere Session weiterverfolgen, auch ein gutes Beispiel, wie man zurechtkommt, wenn man ein Implantat noch nicht kennt. Inverse Prothese, wodurch zeichnet sich diese Arthrex-Prothese aus? Und sie ist hochgradig modular, muss man sagen. Das spricht sicherlich für die Prothese. Wir haben zum einen die Baseplate hier. Die Packs sind variabel. Die können wir auch noch größenbedingt aufbauen. Auch das Offset der Baseplate kann man weiter aufbauen. Wir können zusätzlich Offset kreieren durch Offset in den Glenosphären selber. Sie sehen das hier, eine neutrale, hier ein +4 Offset nach lateral. Sie können zusätzlich noch ein inferiores Offset aufbauen, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie praktisch infraglenoidal notchen. Und notchen ist ja ein Problem, was die langfristige Standbarkeit der Prothese letztlich beeinflusst und was auch die Stabilität, also die Stabilität im Sinne von Luxationsstabilität letztlich gefährden kann. Da kommen wir aber später nochmal zu. Also Sie haben hochmodulares Glenoid. Dann bauen wir den Schaft auf. Der ist wahlweise zementiert und zementfrei. Auch hier ist es so, dass wir zwei Optionen haben. Wir können im Prinzip einmal die 135-Grad-Variante und die 155-Grad-Variante
hier einstellen. Ich möchte Ihnen heute die 135-Grad-Variante vorstellen. Warum möchte ich das? Ich glaube, dass wir insbesondere in der Fraktursituation, also in den Bereichen, wo wir sozusagen versuchen, die Tubercula noch zusätzlich einzupassen, kann das vorteilhaft sein, dass wir mehr Platz lateral brauchen. Und jetzt habe ich die natürlich schon festgesetzt. Du bist gleich so gut, alles gut. Die ist jetzt in der 155-Grad-Variante fest. Sie können sich vorstellen, wenn wir hier auf 135 Grad gehen, hat man lateralseitig viel mehr Raum. Jetzt fragt man sich natürlich als Endoprothetiker, führt das denn dazu, dass der Vektor unglücklich wird und dass wir eine erhöhte Luxationsgefahr dort haben? Da muss man sagen, wenn wir auf eine 135-Grad-Variante gehen, denke ich, sollte man auch auf eine laterale Offset-Glenosphäre gehen, damit man eine geeignete Vorspannung hat. Und so wie es die Literatur aktuell hergibt, besteht keine erhöhte Luxationsgefahr mit dem 135er Schaft und einer lateralisierten Glenosphäre. Von daher kann man das sehr gut machen. Und wie gesagt, wir kaufen uns den Vorteil ein, dass wir mit den 135 Grad Inklinationswinkel letztlich eine bessere Option haben, die Tubercula dort zu fassen und einzupassen. Und zusätzlich können wir noch mit dorsalem Offset spielen hier zwischen den Bechern sozusagen. Und auch da ist es in der Regel besser, wenn wir sozusagen Tubercula haben, die wir refixieren können, etwas dorsales Offset reinzunehmen, weil das Tuberculum majus, was von posterior kommt, ist ja deutlich mächtiger als von vorne. Von daher ist das sicherlich auch eine gute Variante. Operationstaktisch, wie wollen wir starten? Wir gehen über einen deltopektoralen Zugang rein. Grundsätzlich können Sie ja inverse Endoprothetik oder Schulterendoprothetik über einen deltopektoralen Zugang machen, aber auch über einen Delta-Split-Zugang. Das hat beides sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ich selber mache sowohl die Plattenosteosynthese als auch jede Form der Endoprothetik über einen Standard-deltopektoralen Zugang. Den will ich Ihnen daher voroperieren. Ja, dann gehen wir im Prinzip in die Tiefe ein, über das deltopektorale Intervall. Dann mache ich bei diesen Frakturen, und das kann ich Ihnen nur ans Herz legen, das war für mich persönlich ein Game Changer, auch bei allen Frakturen, die das Tuberculum minus involvieren, machen Sie eine intrapektorale Bizepssehnentenodese. Die Bizepssehne ist hier im Verlauf des Sulcus extremst problematisch, auch wenn Sie eine Plattenosteosynthese machen und dann sozusagen die Subscapularis-Sehne armieren, die später an die Platte ranziehen. Das führt immer dazu, dass die Bizepssehne im Sulcus komprimiert wird. Das ist ein Schmerzgenerator, das ist so nicht in Ordnung. Es ist wirklich ein Game Changer, wenn Sie bei den Frakturen, wo der Sulcus involviert ist, also auch so wie bei allen Formen der Endoprothetik, eine Bizepssehnentenodese machen und die Bizepssehne selber rausnehmen. Dann armieren wir die Tubercula, nehmen das Kopffragment raus, würden dann zunächst mit dem Glenoid starten. Das ist ja ein primäres Glenoid. Wenn man sich die Röntgenbilder dort ansieht, wir haben da keinerlei Offset-Verlust, so wie das letztlich bei den Defektarthropathien der Fall ist. Das heißt, da können wir uns an der Orientierung, an der Version des Glenoids ausrichten und machen dann, wenn wir das Glenoid eingebaut haben, letztlich die Schaftpräparation und schließlich dann die Tuberkularefixation. Gut, den Worten soll man Taten folgen lassen, das macht einen authentischer. Deswegen wollen wir beginnen. Vielleicht zwischendurch kurz die Frage, also in Wirklichkeit, wenn man sich die Fraktur anguckt, ist die ja nicht so stark disloziert. Was gäbe es denn dann noch für Optionen? Definitiv. Also man muss sich ja auch immer den Menschen dazu angucken, der an dieser Fraktur dranhängt. Das ist so, das kann man nur jedem raten, das zu tun. Also Indikationsstellungen anhand von Röntgen oder CT-Bildern alleine zu treffen, ist sicherlich nicht zielführend. Grundsätzlich, die Fraktur ist nicht sehr stark disloziert. Man kann überlegen, ob man da nicht einen konservativen Therapieversuch macht. Das ist sicherlich eine Frage, die man sich stellen kann. Und auch beim jungen Patienten, wenn man da als Erfahrener eine Plattenosteosynthese probiert, ist das sicherlich eine valide Option. Man muss halt nur gucken, dass man die dann aus dem Varuskollaps hier rausholt. Aber das ist sicherlich auch eine Alternative. Bei älteren Patienten wäre das im Prinzip nichtsdestotrotz eine Indikation für mich, da eine inverse Prothese zu machen, weil das letztlich von der Beschwerdefreiheit oder Armheit später für die Patienten die beste Versorgungsqualität meiner Ansicht nach da offeriert. Okay, dann wollen wir beginnen. Von den Landmarks her, ich fühle hier oben die Clavicula letztlich, hier vorne ist das Vor der OP noch Coracoid mal nach seitlich letztlich. verdrückt, Ich bitte. mache es eigentlich immer so, dass ich nicht klassischerweise über dem Coracoid starte, sondern im Prinzip über dem AC-Gelenk. Kann man das sehen? Oder wollen Sie rüberkommen mit der Kamera? Ja? Okay. Also ich starte jetzt im Prinzip vorm AC-Gelenk. Ich mache es auch ein bisschen weiter auf, dann können wir besser gucken und präpariere mich dann erstmal im Prinzip auf den Musculus deltoideus. Vielleicht könnten wir einmal da mit einem scharfen Haken rein. Ja, okay.
Ich höre halt nicht. Dann haben wir eine Pinzette für mich. Also wir würden mal einmal wieder nach Salzburg schalten. Die 5 Minuten für uns sind um. Wir präparieren jetzt erstmal. Ich denke, der deltoidopektorale Zugang wird den meisten eh bekannt sein, sodass wir jetzt einmal umschalten. Ja, hier in Salzburg werden wir jetzt auch erstmal uns mit der Frakturgeometrie befassen. Und da übergebe ich an Franz Kralinger und Thomas Freude, die etwas zur Fraktur und zur OP-Taktik sagen wollen. Vielen Dank, Ferdi. Wir haben gerade Rückkopplung, bitte. Das ist jetzt ja, die ist hier. Ich mache die immer einen Tick nach medial. Also ich nehme nicht das ganze Paket. Also den McKenzie-Zugang genau. Sozusagen. Ich glaube, wir gehen einmal klar auf das 3D-Modell. Das ist wahrscheinlich wesentlich schneller, um diese Fraktur zu erklären. Mit Cephalica nach Medien. Wir sehen, wir haben auch eine Headspeak-Fraktur. Kann man das sehen? Ich sehe im Moment leider nur mich selber. Und es ist im Grunde eine Vierteile-Fraktur. Sie ist nicht ganz typisch, weil wir sprechen ja beim vorderen Fragment, da ist ja immer ein Teil des Tuberculum majus dabei. Das ist so 8 mm circa hinter dem Sulcus brichtis regelhaft. Bei uns ist es jetzt doch deutlich weiter hinten. Das Tuberculum majus, der Rest ist dann eine große Trümmerzone und das anteriore Fragment ist sehr, sehr groß. Man hat jetzt aus meiner Sicht zwei Varianten, wie man so einen Headsplit adressieren kann. Die Wunschvariante ist, dass wir hier dem Frakturverlauf folgen, einen Split in dem Fall schon in der Infraspinatus-Szene machen und dann den Teil des Tuberkulums nach hinten wie einen Vorhang wegschieben können und durch Herausdrehen dann Einsicht auf den Headsplit kriegen und den anatomisch reponieren und auch Stift fixieren können. Wenn das nicht reicht, wir machen bei diesen Frakturen, mache ich regelhaft auch eine Denodese, cheap and dirty, an der Pectoralis-Sehne, setze die Sehne darüber ab, hole sie in aller Regel aber über dorsal heraus. Aber in dem Fall, wenn ich auch das Intervall aufmachen muss, dann kann ich natürlich auch über das Intervall die Sehne dann absetzen am Glenoid. Die Tubercula manipulieren wir nur mit Fäden, keine scharfen Instrumente. Und was hier noch dazu kommt, ist, wir haben eine Trümmerzone am Kalka. Das heißt, die Frakturlinie läuft genau am anatomischen Hals herum und dann haben wir eine Trümmerzone. Das heißt, wir haben schon vorbereitet auch ein Allograft, damit wir also eine mechanische Abstützung hineinbringen können, weil wir ja nicht wie die Kollegen eine Prothese zur Verfügung haben, sondern wir müssen ja rekonstruieren. Und das würden wir jetzt einmal versuchen umzusetzen. Wann, Franz, würdest du das überhaupt rekonstruieren wollen? Welcher ist der Patient, der für dich da in Frage kommt, wo du sagst, das wage ich noch oder das ist mir biologisch eher mit einem schlechten Outcome in Verbindung? Also was wir sehen ist, dass wir beim jungen Patienten mit guter Knochenqualität sehr, sehr viel rekonstruieren können, auch komplexe Headsplit-Frakturen. Bei dem 75-jährigen osteoporotischen Patient würde man das nicht mehr anstreben. Ja, unsere ist, glaube ich, 74. Jetzt dürfen wir es für dieses Happening noch probieren, Thomas, oder? Aber eigentlich alles. Wäre das von der Altersgruppe, der Komplexität der Frakturen auch klar ein Patient, der in die Richtung geht. Aber ich glaube, es geht uns darum, dass wir einige Tipps und Tricks zeigen können, wie man beim jungen Patienten mit Headsplit eben das Ganze retten kann. Franz, noch wann machst du das? Machst du das um die Uhrzeit? Und jeder? Also um die Uhrzeit bin ich meistens schon am Schreibtisch oder daheim. Ja. Also das ist definitiv Tageschirurgie. Das heißt, bei uns im Haus werden diese komplexen Frakturen untertags gemacht, idealerweise in einem Team, wo beide Operateure in der Lage wären, das auch allein zu machen. Das entspannt enorm die Situation. Ja, ich glaube, man hat es auch heute gesehen, wenn man in einem guten Team arbeitet, kann nur der Patient profitieren. Und das wäre auch, ich glaube, das ist bei uns auch so. Ja, das ist nichts für den Nachtdienst oder mal Versuch, sondern da muss man gut aufgestellt sein mit allem drum und dran. Und man braucht Ruhe und muss ausgeschlafen sein. Genau. Ja, in den alten Zeiten war man ja oft genötigt, noch das zu machen. In Innsbruck war das damals noch Berkotan. Und da hat es zwar auch dann einen Igel gegeben, ja, aber es war meistens halt nicht reponiert. Also klare Ansage, Tageschirurgie. Und immer präoperativen CT als Zwischenfrage? Bei Komplex immer. 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 Wir haben es ja hier, im 3D-Print gibt es nicht immer.
Also ich glaube, was man da sehr schön sieht, ist, was wir in der Planung gerne machen, ist, dass wir uns selber drei 2D-Ebenen perpendikulär aufeinander hineinlegen und dann können wir uns ganz exakt die Frakturcharakteristik erarbeiten, damit wir wirklich wissen, worauf wir uns einlassen. Bei uns auch CT-Pflicht. Also die Planung ist der erste Punkt für eine erfolgreiche OP, wie immer. Ja. Dann weiter zur Tat. Gut. Sind wir schon im Präparat auf Sendung? Die Deckenkamera bitte vielleicht mal aktivieren, das wäre super. Und dann zeigen wir hier die ersten Schritte und geben dann zurück nach Köln. Es waren vorhin schon ein Schrittchen weiter, der deltoido-pektorale Zugang. Vielleicht könnt ihr es noch ganz kurz erläutern. Dann müssen wir es nicht doppelt machen in Köln und hier. Ja, also vom Zugang her ist es ja im Grunde genommen Prothese und Platte identisch. Lateral vom Coracoid, gerader Hautschnitt. Und dann letztendlich einfach aufsuchen des Intervalles. Wir haben distal schon genügend freigemacht, auch dass wir die Platte dann setzen können. Da haben wir Conjoint Tendon, Clavipectorale ist schon resetiert. Der freie Rand vom CA-Band ist schön ersichtlich da. Und ich glaube, das haben wir heute schon einmal sehr schön gehört. Den Effekt letztendlich, den zum Beispiel so ein kleiner Seitentisch hat. Moment. Legen wir nochmal so her. Das heißt, der Delta-Muskel kann sich herumwickeln, fast um den Oberarm, und damit kriege ich auch in den hinteren Anteilen absolut eine wunderschöne Exposition. Also, das heißt, das Argument, über einen Deltoideopektoralen kann ich dorsal nicht arbeiten, glaube ich, den gibt es einfach nicht. Okay, wir lassen es uns mal so liegen. Ja. Gut, dann ihr macht jetzt hier weiter und ich gehe mal zurück nach Köln und schauen, wie weit die Kollegen sind. Ich würde ganz kurz nur das zeigen. Das heißt, was ich gemeint habe, ist, wir folgen jetzt diesem Frakturverlauf und splitten in der Längsfaserrichtung die Rotatormanschette. Ja, ich glaube, das kann man mit Modell und Original sehr gut und nebeneinander zeigen. Schere bitte. Das heißt, da ist jetzt dieses Fragment und da sieht man schon, letztendlich, ja, diesen Split. Und wenn wir dann in die Sehne kommen, dann bleibe ich einfach in der Faserrichtung. Ja? Sieht man das? Sehr gut sieht man das. Also ich sehe es zumindest sehr und gut. Das Ganze, man kann es auch in der Deckenkamera super gut sehen. Ja, und das heißt, das ist jetzt unsere Einflugschneise in das Gelenk hinein. Sehr gut. Bitte eine Naht, damit wir uns da mal die Rotmanschette anschlingen können. Das heißt, ich gehe jetzt einmal vorne durch die Rotatormanschette. Ich schlinge es immer an, du auch, Franz, oder? Immer. Also die Manipulation der Tubercula erfolgt nur über das Anschlingen. Sonst macht man sie kaputt. Sonst macht man den Rest, den man noch hat, kaputt. Damit kann ich mich dann auch schön nach hinten hanteln. Ich glaube, das sieht man. Ja, sehr gut. Das heißt, ich hole mir jetzt sozusagen die Manschette zu mir und kann dann wieder hinten formatfüllend durchgehen und mir das Ganze anschlingen. Zweite Klemme bitte. Und jetzt... Und jetzt kann ich sozusagen einfach da meinen Weg in Faserrichtung vervollständigen. In die Tiefe. Das heißt, da bin ich, wie gesagt, normalerweise... Das ist ein ganz entscheidender Schritt, deswegen bitte ich die Kölner Kollegen um Verständnis, dass wir nochmal hier draufbleiben auf Sendung. Also der Schlüssel zum Erfolg ist wirklich das Exponieren der Frakturen und Sehen. Und wenn ich jetzt da... locker lasse, können wir da nochmal mit einem Haken hereingehen. Jetzt bin ich da schon, jetzt sehe ich langsam sozusagen die Fraktur. Und diesen Längsplit kann ich sehr weit nach medial machen. Und da kommt jetzt schon das Kopffragment. Sieht man das? Das heißt, ich schiebe mit der Handkamera dieses Kopffragment von der Seite darzustellen. Ich schiebe das sozusagen da rein. Und jetzt sollte dann, da setzen wir dann noch eine Naht, sieht man das, und jetzt sehe ich die Fraktur. Also
Kann man das sehen? Ja, das heißt, da ist jetzt der Frakturrand, der noch am Tuberkulum draufhängt. Das ist die Kalotte. Und jetzt, wenn ich das sehe, kann ich es auch manipulieren und reponieren. Ja? Also das ist, glaube ich, ein entscheidender Hinweis. Zugang durch den Frakturspalt. Also das heißt, wir haben bis jetzt nichts anderes getan, als in Faserrichtung die Rotatormanschette gesplittet. Aufgeklappt. Dann schiebe ich das wirklich weg. Mhm. Und kriege jetzt Einsicht auf das Kopffragment. Und wenn ich mir da noch eine Hilfsnaht setze, ja, dann sehe ich hier genau den Frakturrand auf relativ einer langen Strecke. Super. Also ihr werdet das jetzt ein bisschen vorreponieren und ich gehe zurück nach Köln. Mal schauen, wie weit die Kollegen dort sind. Ich meine, so, sind wir schon wieder hier? Also, vielen Dank, wir haben euch gehört und wir sind natürlich die ganze Zeit am Warten. Wir wären eigentlich schon fertig mit der Operation, wenn wir jetzt nicht auf euch hinten warten müssen. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz den Situs hier zeigen. Also es ist ganz ähnliche Zugangswege und wir haben auch die Rotatorenmanschette angeschlungen mit Fiberwiren. Dann allerdings, vielleicht kann Michael das nochmal kurz erklären, wer dann weiter vorgegangen ist, genau, um das zu exponieren. Also im Prinzip haben wir auch hier die Conjoint Tendon, die ziehen runter. Hier unten haben wir die Pectoralis Major Sehne. Eine Bizepssehne war nicht drin, sonst hätte ich gerne hier unten noch die Bizepssehne Tenodese intrapektoral gezeigt. Letztlich habe ich dann das Rotatorenmanschettenintervall aufgemacht, nachdem wir die Tubercula armiert haben. Und hier sehen wir genau leider das, was wir vorhin schon dort erahnt haben. Es ist eine richtige Trümmerzone. Das bedeutet, dass hier hinten haben wir den Infraspinatus, hier vorne haben wir den Subscapularis und der Subscapularis ist im Prinzip hier noch mit einem breiten Kopffragment dran. Das heißt, das Kopffragment resizieren wir. Wir wollen aber das Tuberculum minus da letztlich erhalten. Dann gehen wir hier in die Tiefe ein. Wir sehen dort schon das Glenoid. Bei den Prothesen trenne ich immer das Ligamentum coracoacromiale im Prinzip hier oben einmal durch und habe dann einen sehr guten Blick und viel Freiheit letztlich mich dann im Gelenk dort zu bewegen. Das heißt, ich würde jetzt einmal eine Säge nehmen oder eine Knochenfasszange oder so etwas. Das heißt, wir würden das jetzt hier ein bisschen runter osteotomieren, denn die Kopfteile, die müssen natürlich resiziert werden, die nehme ich raus. Genauso wie die dorsalen Kopfanteile, die Tubercula erhalten wir erstmal, weil wir da später natürlich probieren wollen, dass wir das dann entsprechend resiziert bekommen. Ja? Also hier, das ist alles Kopfteil, das wird fallen und ich werde jetzt im Prinzip von posterior einmal durch osteotomieren, so reicht das. Jetzt habe ich hier vorne noch ein schönes Tuberkulumfragment letztlich. Ich habe die Subscapularis-Sehne da dran und kann das rekonstruieren. Und jetzt werde ich hier noch diesen Kopfteil letztlich rausnehmen und dann haben wir schon nahezu freie Sicht aufs Glenoid. Einmal eine Schere, Messer, Pinzette bitte. Du hast eben, als die Kamera nicht bei uns war, kurz gezeigt, wie du den Zugang machst. Also du nimmst einen Teil der Rotatorenmanschette weg. Ja, also ich persönlich bin der Ansicht, dass ich für die Funktion, also ist die Supraspinatus-Sehne bei der inversen Prothese, die ist meiner Ansicht nach im Weg. Und das ist, ich nehme die Supraspinatus-Sehne immer aus dem Spiel raus. Das heißt, ich gehe durchs Rotatorenmanschettenintervall letztlich in die Tiefe ein. Die Supraspinatus-Sehne fällt raus. Was drin bleiben muss, natürlich, wenn ich die Tubercula refixieren will, das ist natürlich das Force-Couple. Also da reden wir vorne von der Subscap-Sehne, die hier knöchern dran ist und dorsalseitig im Prinzip von dem Tuberculum majus mit der Teres minor Sehne da dran. Das ist der Bereich. Das lasse ich jetzt im Prinzip auch dran. Ich taste hier nochmal die Gelenkhöhle letztlich aus, ob da noch was drin ist oder nicht. Aber ich habe jetzt alle Kopffragmente, nochmal ein Lühr bitte, hier ist noch ein kleines Kopffragment drin. Ich habe letztlich alle Kopffragmente raus. Jetzt im Gegensatz zur inversen Prothese bei Defektarthropathie ist es natürlich so, dass ich jetzt erstmal ein ganz wichtiges Release vor mir habe. Das heißt, ich tue mir jetzt die Haken nach intraartikulär rein und exponiere mir einmal das Glenoid. Mit den Haken ist es noch besser, genau, danke. Und hier vorne am ventralen Rand gehe ich im Prinzip direkt zwischen Labrum und Subscapularis-Sehne rein. Hier müssen Sie wirklich releasen, insbesondere in den Situationen, Messer, Pinzette einmal, wo Sie eine steife Schulter haben.
Und auch ganz wichtig, neben dem Herausschneiden vom Labrum hier, ist natürlich, dass Sie den lateralen Trizeps unten releasen. Wenn Sie das nicht machen, haben Sie insbesondere bei den 155-Grad-Designs ein Problem. Ja? Und da muss man auch keine Angst vor dem Axillaris haben. Ich habe mir den Axillaris vorne hier einmal dargestellt. Das heißt, ich bin unterhalb der Schulterkapsel einmal nach dorsal gegangen, fühle hier den Axillaris und der liegt eine ganze Etage tiefer. Also da muss man keine Angst haben. Das kann ich mir da schön frei präparieren und kann jetzt im Prinzip hier unten die inferiore Kante und das inferiore Labrum vollständig herauslösen. Das geht völlig problemlos. Und ein wichtiger Schritt jetzt nochmal für alle, die die Schulterendoprothetik machen oder machen möchten, ist meiner Ansicht nach hier das Trizeps-Release unten. Das heißt, hier können Sie richtig rein und machen ein lateralseitiges Trizeps-Release, dass Sie im Prinzip richtig sich einmal die inferiore Glenoidkante darstellen. Hier sehen Sie sie. Ne? Und auch wenn die Schulter steif ist, kommt es direkt auf diesen Schnitt an. Sie müssen posterolateral releasen, im Prinzip die Kapsel da wegnehmen. Und jetzt haben Sie das Glenoid im Prinzip frei. Jetzt können Sie auch unten ausreichend referenzieren, wie tief Sie mit der Baseplate letztlich reingehen, ohne dass Sie dann praktisch hier infraglenoidal notchen. Also das ist hier ein ganz wichtiger Schritt. Release des lateralen Drittels der Trizepssehne und Release der posterolateralen Kapsel. Wenn Sie das frei haben, dann ist im Prinzip die Messe gesungen und die Patienten haben auch ein gutes Ergebnis. Das ist jetzt nicht so wichtig für die Frakturendoprothetik, da spielt es natürlich auch eine Rolle. Aber insbesondere für die inverse Endoprothetik bei Defektarthropathien, das Release ist letztlich Hauptbestandteil des Erfolgs. So. Jetzt sehen wir hier eine Frage aus dem Auditorium, ob man das mit einem oder zwei Assistenten operiert. Ja, also ich mache es in der Regel so, ich mache es mit zwei Assistenten. Das macht die Welt deutlich einfacher, muss man sagen. Insbesondere, wenn Sie keine Frakturen haben, lösen Sie ja vorne die Subscapularis-Sehne ab. Hier unten sind noch die Three Sisters, Sie sehen das hier. Das sind im Prinzip sind die Gefäße für den Humeruskopf. Die wollen Sie natürlich erhalten und da brauchen Sie einen Assistenten, der Ihnen aktiv assistiert und unter Außenrotationsdrehung im Prinzip das Gelenk luxiert. Hier ist es natürlich deutlich einfacher, weil wir im Prinzip eine Fraktursituation haben mit einem nativen Glenoid. Auch da gibt's gar nichts. Das ist hier im Prinzip ein Piece of Cake, muss man sagen. Ich bräuchte einmal einen Meißel. Haben wir einen Meißel da? Dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich mir einmal hier das Inferioglenoid ein bisschen freimeißel. Da ist das jetzt nicht so ganz der richtige Meißel. Der sollte so ein bisschen kurviert sein im Prinzip. Da mache ich mir einmal die Unterkante frei. Messer, Pinzette oder Nür und Pinzette wäre super. Den Arm nochmal da ein bisschen wegnehmen. So ist super, gut. Und nochmal ein Messer bitte für mich. So, dann löse ich das nochmal ab. Und jetzt habe ich im Prinzip meine inferiore Referenz, habe ich hier letztlich dann komplett frei. So, okay. Dann können wir jetzt die Baseplate nehmen einmal. Das ist jetzt eine sehr schöne Exposition. Das ist natürlich bei einem Patienten, der Muskelzug hat, nicht ganz die Regel. Das stimmt, wobei man muss, also das dachte ich früher auch immer, es ist alles eine Frage des Releases. Das muss man wirklich so sagen. Es ist natürlich schwieriger, wenn man den Humeruskopf hier hat. Da müssen Sie den natürlich unter dem Haken platzieren. Ja? Das ist schwieriger, aber bei den Frakturen hat man, also wenn man mit inverser Endoprothetik anfangen möchte, vom Präparieren und Arbeiten her, ist die Fraktur im Prinzip das willkommene Geschenk, wo man es machen sollte. Ne? Und ich fühle jetzt auch hier unten, fühle ich im Prinzip mein Schulterblatt, wo das hingeht. Das geht nach einen Tick nach dorsal. Das ist letztlich ja auch meine Referenzstelle, wo ich im Prinzip hinschaue. Sind wir online oder nicht? Ja, wir sind auf Sendung. Ja. Okay, gut, wunderbar. So, jetzt habe ich im Prinzip meine Baseplate hier, beziehungsweise die Vorlage für die Baseplate. Hier ist es relativ einfach, mich mit Ante und Retroversion und Inklination zu orientieren. Das heißt, ich habe ja ein natives Glenoid. Hier ist nicht viel Verschleiß. Bei den Defektarthropathien haben Sie insbesondere den posterioren Verschleiß. Der beginnt hier so ein bisschen. Die Version ist aber letztlich neutral, muss man sagen. Wie lege ich mir jetzt meine Ebene für die Schrauben später? Mit der einen winkelstabilen Schraube möchte ich oben Richtung Coracoid Basis zielen und mit der anderen Schraube möchte ich letztlich hier unten in die Basis vom Schulterblatt rein, dass ich da so eine 36er bis 48er Schraube letztlich versenkt bekomme. So, dann mache ich so, dass ich mir den zentralen Draht einmal vorlege. So, jetzt müssen wir, also hier sieht man jetzt schön, dass der Draht in der richtigen Position sitzt, nicht
also nicht in der Mitte, sondern etwas kaudal, damit man eben dieses Notching verhindert. Ja. Und jetzt können wir einmal kurz nach Salzburg schalten. Wir sind ja schon deutlich weiter als sind und werden mal, was die Jungs in Salzburg machen. Freddy, kannst du mich hören? Ja, Fabian, vielen Dank für die Übergabe. Also was rausschmeißen, das ist ja leicht, aber rekonstruieren, das ist die Kunst. Und ich darf jetzt wieder an Franz Kralinger und Thomas Freud übergeben. Die haben in der Zwischenzeit mal ein paar OP-Schritte vorbereitet, die jetzt demonstriert werden. Aber noch eine Frage aus dem Auditorium. Ja. Habt ihr ein oder zwei Assistenten bei dem Eingriff? Wenn es komplex ist, lieber zwei. Also klares Statement. Also was man hier sieht ist, man kann sie letztendlich dieses anteriore Fragment mit dem Headsplit wirklich herausdrehen. Das Tuberculum majus, dieser hintere Anteil ist nach hinten geschoben und man sieht jetzt richtig, dass wir die Fraktur auf einer sehr langen Ebene wirklich sehen können. Ja? Das heißt, wir haben hier also ein kleines abgequetschtes Fragmentel, aber der Rest hier ist alles anatomisch drinnen und ist schon temporär stiftfixiert, einmal vom Minus und einmal vom Tuberculum majus, aber sehr hoch, so dass es mit meiner späteren Plattenlage nicht in Konflikt kommt. Und jetzt, glaube ich, kommt eben der Teil dann, wo ich aus dieser komplexen Fraktur eigentlich eine Zweiteilsituation wieder mache. Vielleicht sollte ich es nur mal kurz sagen, Franz, dass du die Bizepssehne, die lange tenotomiert hast und durchgefädelt. Ja, die lange Bizepssehne haben wir gleich wie in Köln an der Pectoralis-Sehne tenotomiert, darüber abgesetzt. Wir haben aber den ganzen Sulcus intakt gelassen und haben die Sehne genauso über diesen Split hier herausgezogen und abgesetzt. Das heißt, das Intervall hat eine wichtige Funktion für die Stabilität und das opfere ich eigentlich fast nie. Ja? Und nochmal zeig nochmal den Zugang durch die Fraktur. Also das ist jetzt nicht osteotomiert, sondern das ist der Zugang zum Kopf durch die Fraktur. Ich zeige das glaube ich, noch einmal mit dem Modell, weil man es extrem schön hier sieht. Das heißt, das ist dieser lange Spike, der da runterzieht. Und wenn ich dem folge und die Rotatorenmanschette nur in Faserrichtung spalte, ja, dann lande ich automatisch im Gelenk. Und genau das haben wir gemacht. Das heißt, ich habe hier einfach in Faserrichtung die Sehne aufgeschnitten, kann das Fragment zurückschieben und kriege dann durch die Rotation, ja, kann ich einfach die Fraktur unter Sicht reponieren. Sieht man das? Kann man da reinsehen? Das sieht man sehr gut, Franz. Sieht man sehr und gut. Ich glaube, bei einem Headsplit, Rekonstruktion, den ich beim Jungen auch unter Kompression setzen möchte, kann ich das nur unter Sicht machen. Ja. Und jetzt hätte ich alle Möglichkeiten, dass ich da zum Beispiel eben eine Schraube setze, zwei Schrauben. Und in dem Fall lassen wir es jetzt bei den Kartreten einfach der Zeit willen. Und dann kommt eben der nächste Zug. Ich gehe hier durch die Transitionszone. Das heißt, am Sehnenansatz direkt, wo die Sehne am Tuberculum ansetzt, gehe ich durch und das Gleiche mache ich auch hinten. Moment, eine Klemme nochmal bitte. Und das heißt, jetzt kann ich mein Tuberculum einfach wieder vor Ort holen, habe mir so eine Naht schon vorgelegt und jetzt, wenn das geknüpft wird, dann habe ich automatisch eine anatomische Position oben. Und wenn ich dann eine zweite Naht drunter mache, dann reponiert sich auch dieser Teil herein. Ja? Und das wäre jetzt mein nächster Schritt. Das heißt, dann habe ich jetzt auf einmal eine Zweiteilsituation und die adressieren wir dann aufgrund der Trümmerzone noch mit einer Fibula oder einem Allograft, weil ich einfach diese Abstützung brauche, weil ich nicht so viel in die Verkürzung gehen kann. Also ich kann nicht impaktieren oder möchte es nicht bei einem Patienten, den ich rekonstruiere. Und daher käme dann ein mechanischer Kraftträger ins Spiel. Franz, sag nochmal, wie du die Tubercula manipulierst. Tubercula werden nur mit Fäden. Das heißt, ich beginne von vorne und arbeite mich über diese Nähte zurück, bis ich, so wie man es da sieht, komplett hinten schon im hinteren Anteil da bin, wo ich dann sogar Infraspinatus teres anschlingen kann, sehnig,
Und die Tuberkula werden nicht mit Fasszangen oder irgendwas manipuliert, weil dann zerbricht es. Ist es vorbei. Und dann ist es eigentlich vorbei. Ja? Das hintere Fragment ist sehr kurz. Das heißt, das werden wir wenig mit der Platte adressieren können. Das machen wir halt dann mit entsprechenden Nähten. Indem wir's, und die zwei ersten Nähte, die machen eh schon das, dass ich eben einmal das hier schließe. Ja? Und wenn ich da oben, kann ich auch nochmal hineinlinsen. Ja? Und mir anschauen, ob hier ich bündig abschließe. Und wenn das Tuberkel genau bündig an die Kalotte anschließt, dann stimmt's. Dann stimmt's. Mhm. Ja? Ganz einfach. Ganz einfach. Ja. Und das würde ich jetzt sozusagen fix knüpfen. Klemmchen bitte. Das Nadelhalter. Thomas, ich habe nur ein bisschen fettige Hände. Weißt du, mal sowieso. Ist schon drauf. Ja, ist schon gemacht. Und das Gleiche. Franz, jetzt noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Kann ich sozusagen dahinter noch machen, gell? Ja, du hast ja einen Mods-Defekt. Noch mal eine Frage von unseren Online-Zuschauern. Wann ist der Zeitpunkt jetzt für die Spongiosa? Jetzt? Jetzt. Aber jetzt. Spongiosa ist die falsche Diktion, gell? Ja. Also ich brauche da wirklich ein strukturelles Graft, das Kompetenz hat. Also nicht, das genügt nicht, dass also man nicht da was reinstopft. Also nicht vom alten Menschen irgendeinen Papp, sondern es beim muss schon was Menschen halten. Muss es was halten. Das heißt, entweder Femurkopf oder wir haben jetzt da im Grunde aus der Not eine Tugend gemacht, ist eine Ulna. Eine Ulna. Ja. Und was machst du sonst ich glaub, am meisten? Was ich da noch gerne... Ich verwende inzwischen am meisten eben eine Fibula. Die ist käuflich extrem gut aus der Bank erwerbbar. Mit lyophilisierter Spongiosa aus der Bank wärst du nicht zufrieden. Nein. Ist dir zu schwach. Viel zu schwach. Ein klares Statement. Ja, ist wirklich. Also ich glaube, da braucht man dann schon einen mechanischen Kraftträger, außer man hat wirklich einen jungen Patienten, der so einen kompetenten Knochen hat, dass ich über die Winkelstabilität das machen kann. Was ich noch gerne an den Mann bringen würde, jeder, der schon einmal Fibula ausgebohrt hat, die lange im Schaft eingebracht wurde, also wie ein Nagel, weiß, wie lange und zeitaufwendig das ist. Das heißt, uns genügt ja auch ein wesentlich kürzeres Graft, wenn ich das einkippe. Wenn du das schräg stellst. Genau. Ganz wichtiger Tipp. Ich schaue, dass ich mir immer irgendeinen Faden einziehe. Und um den dann zu flippen sozusagen. Weil... In dem Fall war das Periost hier ja zerrissen. Perfekt, ja. Ja. Okay. Aber wenn ich die reinstecke, dann kann ich sie zuerst ein bisschen weiter versenken und dann beginne ich sie sozusagen zu manipulieren. Okay. Ja. Habt ihr das? Hoffentlich haben das alle gesehen. Sollen wir es nochmal zeigen? Ja, ist gut. Wir müssen nämlich zurück nach Köln. Okay. Und das hat jetzt jeder gesehen. Und wir gehen jetzt nochmal ganz kurz nach Köln, weil die sind sozusagen auf der Endstrecke. Gut, ja. Also, wir sind noch nicht ganz auf der Endstrecke, aber wir wären das, wenn wir nicht warten müssten. Also, wir haben jetzt hier die Baseplate angebracht. Vielleicht kurz, Michael, erläuter, wie du das gemacht hast. Also, wir haben im Prinzip erstmal mit einem Zentrierungstool haben wir den richtigen Punkt für den zentralen Zapfen der Baseplate letztlich gefunden, muss man sagen. Wichtig dabei ist, das sieht man hier ganz gut, sie benötigen oder wo sie hinwollen, ist ein bündiger Abschluss mit der Unterkante von der Baseplate mit dem Glenoid. Ich habe hier das lateralseitige Drittel des Trizeps entfernt, der beginnt erst wieder hier. Und ich habe den bündigen Abschluss, sodass, wenn ich jetzt ein 155 Grad Standarddesign hätte, will ich ja nicht, dass hier drunter genotcht wird. Das ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt im Prinzip die perfekte Positionierung hier erreicht mit zwei Schrauben oben einmal Richtung Baseplate, oben Richtung Coracoid-Basis und hier unten Richtung Schulterblatt, dann fixiert. Hier konnte jeweils eine 48er und eine 44er rein, die hat also auch eine vernünftige Länge, muss man sagen, damit eine gute Stabilität da gewährleistet ist. Es ist jetzt so, wenn ich beispielsweise hier eine Situation vorgefunden hätte, wo das Schulterblatt unmittelbar hier beginnt und ich im Röntgen gesehen hätte, dass ich einen Offset-Verlust nach lateral hätte, dann habe ich letztlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich baue das auf mit einem
Letztlich mit einem metallischen Implantat. Das heißt, ich könnte da eine Offset-Baseplate nehmen und eine weitere Offset-Genosphäre. Die Alternative dazu, ich mache eine sogenannte Bio-RSA. Das bedeutet, aus meinem Resektat oder aus der Knochenbank säge ich mir eine Scheibe letztlich zurecht, die ich zwischen die Baseplate hier und den Knochen lege. Ja, denn das ist eminent wichtig. Sie brauchen hier lateralseitiges Offset. Zum einen für die Zugrichtung des Delta-Muskels ist das entscheidend, als auch um ein Notching hier insbesondere mit den 155 Grad Design zu verhindern. Ja? Also da sind wir jetzt im Prinzip davor. Das haben wir gut präpariert. Wir haben einen bündigen Abschluss. Das heißt, da würde die Glenosphäre dann gleich draufkommen und anschließend würden wir dann letztlich hier mit der Humeroschaftpräparation beginnen. Das Gute ist, wir haben hier noch so ein paar Kalka-Spikes letztlich drin und diese Kalka-Spikes geben uns eine ganz gute Orientierung mit der Höhe. Also da kann man immer ganz dankbar sein, wenn man diese Spikes hier letztlich noch vorfindet, weil man da einen Eindruck hat, letztlich wie viel Höhe man aufbauen muss, weil das sonst natürlich Freiflug ist. Die nächste Frage, die sich stellt, wie viel Retroversion gebe ich rein? Bei den anatomischen Schulterprothesen ist es ja so, dass ich die Retroversion, die natürliche, versuche wiederherzustellen und die hat ja eine ganz breite Variation letztlich von 0 Grad bis hin zu 70, 80 Grad bei einigen Patienten. Bei der inversen TAP mache ich es in der Regel so, dass ich versuche zwischen 15 und 20 Grad Retroversion einzubauen. Ich mache nicht 0 Grad, ich mache 15 bis 20. Ich habe den Eindruck, dass damit die Innenrotation einen Tick besser und einen Tick freier wird, sodass ich da letztlich bei der Präparation mit der Retroversion auf 20 Grad ziele. Das ist auch in den Prothesen Raspeln letztlich eingebaut. Was ist mein Referenzpunkt? Das ist letztlich die Unterarmschaftachse. Das heißt, der Arm wird gleich so ausgelagert und dann kann ich im Prinzip mit diesen Raspeln hier runter raspeln und habe als Referenzlinie für die Retroversion im Prinzip letztlich hier diesen Stab, den ich hier oben auf 20 Grad eingestellt habe. Das heißt, da raspel ich runter. Das wäre jetzt die erste Raspel. Ich denke, da können wir zügig aufbauen. Die nächste bitte. Ich stelle mir das nochmal schön ein. So, dann kommt er nämlich ein bisschen raus, habe ich es leichter. Und man sieht hier nochmal schön vorne im Prinzip das Tuberculum minus, hinten dieses völlig zertrümmerte Tuberculum majus. Da sind wir erstmal auf Chaussee, dass ich versuche, das letztlich zu erhalten. Jetzt nehme ich die nächste Raspel und da darf ich natürlich meinen Korridor nicht verlieren. Auch wieder so auf 20 Grad Retroversion zurück. Das kommt so ganz gut hin. Ich sehe es aus der Perspektive leider nicht so gut. Das passt aber so ganz gut, glaube ich. Ne? Dann würde ich die nächste bitte nehmen. In der Regel stellt sich ja immer die Frage, wie viel Prozent der Endoprothetik am proximalen Humerus, ein Hammer bitte mal, kann ich zementiert und wie viel zementfrei machen. Man muss sagen, die Rate an zementfreier Endoprothetik ist relativ hoch und ich würde meinen, dass wir also im Bereich der Defektarthropathie-Chirurgie für die inverse Prothese sind wir bei deutlich über 90% zementfrei für den Schaft. Im Bereich der Frakturchirurgie muss man immer gucken, wie gut letztlich mein Container im Schaft ist und wie sicher der Schaft drin sitzt. Was bei diesem Prothesendesign sehr gut zu erwähnen ist, ist, dass es extrem, das hat ein richtiges Boxdesign im Prinzip, das ist eckig. Das hat den Vorteil, dass es sich relativ früh verklemmt und wir damit im Prinzip eine hohe Primärstabilität hier für den Schaft erreichen können und dann halt auch versuchen können, ob wir hier eine zementfreie Lösung letztlich erreichen. Ich muss noch größer werden, weil ich im Prinzip mit dem Kalka oder mit meinem Prothesenkalka letztlich noch zu tief eintauche und dass ja meine Referenzlinie letztlich auch für die Prothese da ist. Welche Größe haben wir jetzt? 10, gut, so. Das heißt, hier probieren wir es auch nochmal. Die beginnt jetzt schon ein bisschen besser zu greifen letztlich. Und es wird immer noch mit 20 Grad Retro letztlich eingebaut und schön die Spongiosa impaktieren. Das passt ganz gut, okay. Ich würde noch eine nehmen. Haben wir noch eine? Gucken wir mal, dass wir auf 11 kommen letztlich. Ich glaube aber, dass wir da schon dann auf dem richtigen Weg sind letztlich. Auch das nochmal vorsichtig einsetzen. Jetzt habe ich schon ein viel besseres Pressfit und das ist hier gut. Also ich würde eine 11er Prothese nehmen, da kommen wir ganz gut mit hin. Die sitzt fest und auch da muss ich jetzt natürlich gucken. Auch da muss ich die Spongiosa impaktieren ein bisschen und das
So, und jetzt bin ich im Prinzip da drin und da habe ein rotationsstabiles Konstrukt. Und das ist auch das, was ich haben will. Dann kann ich es zementfrei jetzt machen. Also ich muss eine gute Rotationsstabilität haben. Sie sehen, das wackelt jetzt hier im Scharnier, aber nicht in der Prothese. Das heißt, die hat sich da solide verklemmt. Das ist schon schwierig. Die könnt ihr einmal hier im Schaft gegenhalten, bitte. Seid ihr so gut? Nee, von oben nach unten halten. Genau, dann kann ich es nämlich ausschlagen. So, okay. Da sieht man, wie gut die gehalten hat. Genau, da sieht man, wie gut die gehalten hat und wie stabil die sich verklemmt hat. Das heißt, hier haben wir einen Fall letztlich. Hier geht die Fraktur tief bis in die Metaphyse rein und wir können trotzdem hier eine zementfreie Versorgung letztlich erwirken. Ja? Gut, dann hätten wir das alles aufgebaut. Ich würde jetzt zunächst erstmal die Glenosphäre letztlich montieren. Und wenn wir die Glenosphäre montiert haben, dann würden wir den Schaft finalisieren. Darf ich das nochmal geben? Dazu müssen wir machen wir die Glenosphäre rein und dann können wir vielleicht danach nochmal nach Salzburg schalten, so, wenn die Glenosphäre bei uns drin ist. Und dann machen wir die Schaftpräparation fertig und dann können die dann am Ende nochmal wieder zu uns schalten. So, die schnappt da relativ gut ein. Das drehe ich nur zurück, ist richtig, ne? Genau. So, und jetzt muss ich es noch einmal letztlich impaktieren. Das heißt, das hat ein Konus-Fitting da drin. Ich zeige Ihnen gleich nochmal, das ist ganz wichtig. Bleiben Sie noch kurz bei uns. Jetzt wird es impaktiert. Und bevor wir gleich weiterschalten, jetzt kommt noch eine zentrale Schraube rein. Das kann ich aber auch gleich alleine machen. Das schaffe ich wahrscheinlich. Gucken Sie einmal hier drunter, was wir für ein gutes glenoidales Offset letztlich haben. Das heißt, wir schweben hier unten im Prinzip komplett frei. Hier hätten wir auch mit einem 155-Grad-Design keinerlei Impingement. Ja, also das ist im Prinzip wirklich eine gelungene Rekonstruktion hier, beziehungsweise ein gelungener Aufbau. Das wird sehr gut funktionieren. Gut, jetzt kommt die zentrale Schraube rein, mit der macht man nochmal das Ganze an der Baseplate fest. Mit Drehmoment. Gut, dann würden wir jetzt einmal, Freddy, kannst du uns hören? Dann würden wir jetzt einmal jetzt wieder mal wieder zu euch schalten und uns in der Zeit weiter um den Schaft kümmern und dann vielleicht könnt ihr noch einmal zu uns zurückschalten, wenn wir dann die Tubercula wieder um den Schaft fixieren. Jawohl, Fabian, so machen wir das. Also ihr seid ja jetzt gut fortgeschritten, aber auch hier hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Ein paar Schritte von den letzten werden wir jetzt nochmal hier erläutern. Also der Franz Karlinger übernimmt jetzt nochmal und sagt, was wir seit der letzten Schalter dann fahren wir bitte mit dem BV noch einmal raus. Franz, du hast jetzt das Allograft, was er vorhin gezeigt hast, hast du in den Schaft eingebracht und mit deinem Fadentrick nach oben in den Kopf. Den Maschine bitte für den Kartrad. Und mit einem Draht temporär fixiert. Den Draht machen wir jetzt nochmal raus, damit das auch jeder sehen kann, was passiert ist. Die Platte kommt nochmal weg. So, Franz, du hast wieder das Wort und kannst nochmal erläutern, wie das funktioniert. Okay, also was wir noch einmal tun müssen ist, die Fibula ist einfach zu groß. Das heißt, sie kippt nicht ein, weil sie im Schaft eine zu lange Verankerungsstrecke hat. Das heißt, ich muss die noch etwas kürzen. Haben wir eine Klemme. Nee, Klemme bitte zum Rausnehmen von der Fibula sparen. Da haben wir sie schon. Gut, wir kürzen die jetzt. Säge bitte. Franz, was ist denn eigentlich, wenn jetzt du in einem Krankenhaus bist, wo kein Allograft zur Verfügung steht? Würdest du dann doch einen trikortikalen Beckenkammblock nehmen? Beim geriatrischen Platz ist schon schwierig. Beim geriatrischen ist schon ein Problem. Dann kann er auch nicht mehr gehen. Und dann? Einige Tage, ja, das ist, verlängert sich die Aufenthaltsdauer. Ja. Wir verwenden im Grunde genommen diese, schaut aus wie in der texanischen Wüste, die verdursteten, aber die sind sehr lange haltbar. Das heißt, ich brauche für diese Sachen kein Fresh Frozen Graft. Okay, das sondern ich brauche nur eine bestimmte Zeit lang einen mechanischen Kraftträger, der das übernimmt. Okay. Und die haben wir immer im Haus. Ja, ihr? Ja, aber die kann jeder bestellen. Kann jeder bestellen. Also trikortikaler Beckenkammblock, das war nochmal eine Frage aus der Online-Zuhörerschaft, aus unserem virtuellen Auditorium. Und das ist... Also beim Jungen definitiv ja. Also der Franz Kralinger sagt, beim Jungen definitiv ja. Aber wir sind ja auch hier in einem Fall, wo man auch über eine Prothese nachdenken könnte. Vielleicht darf ich die... Ja.
ganz kurz die Regie bitten, auf das Röntgenbild zu schalten. Falls man mich hören kann mit dem Gesäge im Hintergrund, hier sieht man die temporäre Fixation nach der, und hier ist die Fibula zu lang, deswegen hat Franz Kralinger die gerade nochmal rausgenommen. Man sieht es hier sehr, sehr schön, die Fibula, das Respiratorium, die temporären Kirchnerdrähte und was vor allem ist hier der Headsplit, ist komplett aufgehoben, keine Doppelkontur mehr im Humeruskopf, ist aus der Varusposition in eine neutrale Position gekommen, die Platte liegt da auch nicht schlecht. Und auch wenn wir das Bild tauschen können, dass wir nochmal die axiale Sicht sehen auf dieses Ergebnis. Das macht der Herr Liebegut jetzt gerade ganz schnell für mich. Und dann sieht man auch hier den Fibula-Graft unter der Platte. Hier keine Doppelkontur, keine Retroversion, neutrale Stellung vom Humeruskopf. Also ich wäre eigentlich schon sehr happy mit diesem Ergebnis in Anbetracht der doch eigentlich desolaten Ausgangssituation. Und ich übergebe wieder an euch, Thomas und Franz. Wir haben jetzt noch einmal die Fibula reingestellt und haben jetzt noch einmal die Platte draufgegeben. Ja, bleiben wir mal so. Dann eine Schraubhülse für oben. Passt. Wir sind, glaube ich, drauf. Ja, glaube ich, sind wir drauf. Und jetzt geht es uns eigentlich nur noch mal darum, dass wir... Also in der Ebene, glaube ich, das kann ich relativ gut steuern, einfach sozusagen über meinen, ich palpiere den Kopf, kann man das kurz zeigen? Sehen wir gut. Also das sieht man, ja. Und auch die Schaftachse der Platte, das kann ich einfach tasten, ja. Und das heißt, jetzt wäre eigentlich nur noch, dass wir unter einer korrekten Einstellung, haben wir da ein stumpfes Respiratorium, dieses Stirnschneidende ist ein bisschen... Ah, nehme ich lieber das. Und das heißt, jetzt kann ich durch die Fraktur durch meine Fibula noch manipulieren, ja? Bevor ich sozusagen die dann arretiere. Und ich kann sie immer noch sozusagen von unten ein bisschen heraufholen, damit sie die verkeilt. Ja? Ich glaube, das sieht man sehr gut. Das ist dieser Manipulationsfaden, den du genau quer durch die Fibula eingebracht das heißt, hast. Und der ist unten. Das heißt, jetzt spüre ich, dass ich lateral einen schönen Kontakt habe. Ich kann mir theoretisch auch hier in dem Fall das einfach wegklappen. Da müsste jemand zu mir herkommen, dann kann man das visualisieren. Und jetzt sieht man auch, dass diese Fibula, jetzt muss ich es nochmal, jetzt habe ich es selber wieder herausgelöst, dass ich die sozusagen nach medial gegen diese Kopfkalotte. Pinzette bitte. Das heißt, da sieht man, dass die Fibula jetzt am lateralen Rand aufsteht. Und so schräg drinnen steht. Ja? Und das würde ich jetzt einfach mal so versuchen zu fixieren. Kartrad. Ich glaube, was Franz gerade mit so einem Nebensatz gesagt hat, ist ganz wichtig. Die Fibula, die steht eben nicht in Schaftachse, sondern die steht schräg zur Schaftachse. Genau. Ja? Und das heißt, jetzt kann ich es entweder kann ich es auch über eins dieser Löcher einfach nach medial drücken, die Fibula. Darf ich da mal kurz... Ich glaube, vorbei. Er tut nicht das, was ich will. Ja. Ein Stück hinten vorbei, ja? Doch, das haben wir schon. Ja, nicht schlecht. Ja. Okay. Gut. Und die Fibula, Franz, hat den Sinn, dass sie den Kopf zentral medial abstützt. Genau. Dass damit der Kollaps verhindert wird. Genau, damit die letztendlich, das müssen wir noch unten einbacken, nicht ziehen, bitte dran, Thomas. Und jetzt kann ich noch einmal sozusagen meine Landmarks betrachten. Das war die Schulter vom Tuberkulum. Also da beginnt der Sehnenansatz. Das heißt, wir sind sicherlich weit genug weg, um kein Impingement zu haben. Und jetzt würde ich da mal einen dicken Kartrad reingeben, damit die Kalotte auch fixiert ist oder zwei. Mhm. Und dann noch einmal unter BV schauen. Und wenn das steht, ist es eigentlich nur noch ein Durchinstrumentieren. Also ihr macht das jetzt mal. Ich gehe mal kurz zurück nach Köln und wir zeigen nachher das Abschlussröntgenbild. Wunderbar. Ne? Ist das euer Plan? So machen wir das. Ihr habt ab jetzt noch 5 Minuten Zeit. Das muss reichen und da gebe ich zurück nach Köln. Sie noch bitte. Sehr gut aus bei euch, hochinteressant. Wir waren etwas abgelenkt, haben euch dazugeguckt, aber bei uns ist auch schon sehr viel weitergekommen. Ja, also wir haben jetzt den Schaft schon implantiert, jetzt wird er noch mal kurz
Genau, ich luxiere den Schaft noch einmal. Hier sieht man ganz gut, das war die Trümmerzone hier. Wir haben aber einen zementfreien Aufbau letztlich hier gut geschafft. Mit der 135er Glenosphäre haben die Inlays da schon probiert. Jetzt reponiere ich das im Prinzip und kann mir die Tubercula, auch das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man die Tubercula relativ spannungsfrei zubekommt, um die Prothese herum, dass man da letztlich die Hauptsachen eigentlich sehr gut gemacht und sehr richtig gemacht hat. Die Supraspinatus-Sehne oben fehlt, das Force-Couple ist da und das ist im Prinzip jetzt nochmal ein entscheidender Schritt am Ende der Operation, dass ich im Prinzip jetzt mit den Fadendurchstechungen mir die Tubercula nochmal um die Prothese herum refixiere, so ich das denn dann letztlich möchte. Wichtig für die Luxationsstabilität, also Sie sind von den Bewegungsebenen her im Prinzip komplett frei. Sie sehen das hier, Sie kommen richtig hoch. Ich möchte nicht noch höher, weil sonst die Schulter am Schulterblatt hier an der Verankerung frei wird. Der wichtigste Griff für mich, für die Stabilitätsprüfung, ist nicht, dass ich mir die Conjoint Tendons hier angucke von der Spannung, denn die variieren ja, wenn ich mit dem Arm praktisch in Retro gehe, dann werden die Conjoint Tendons enorm straff hier. Und ich gucke auch nicht nur in die Delta-Spannung hier an der Seite rein, das kann man natürlich auch machen. Der wichtigste Stabilitätskontrollmechanismus für mich ist im Prinzip dieser Latte. Also ich nehme den Arm in Neutralrotation und in Neutralstellung zum Körper und mache dann im Prinzip diese Lateralbewegung hier. Und wenn ich die da nicht raussuxiert bekomme, dann ist die Prothese von der Spannung her im Prinzip sehr gut drin. Und da habe ich den Eindruck, dass das viel reliabler funktioniert, als sich die Spannung der Conjoint Tendons oder die Spannung des Delta-Muskels alleine anzugucken. Also das ist noch ein wichtiges Tool, praktisch die Schulter in Neutralrotation und Neutralversion nehmen und dann im Prinzip mit dem Finger rein nach lateral versuchen zu abduzieren. Da ist die Schulter hier stabil und das ist im Prinzip das Zeichen, dass die Spannung gut ist und dass ich jetzt letztlich hier meine Tubercula über diese Nähte, die ich an den Prothesenkelch hier eingebracht habe, dass ich das vervollständige und dann fixiere. Und da sollte man sich nochmal wirklich Zeit nehmen. Es ist nicht so wie bei der anatomischen oder wie bei der Hemiprothese, dass das Schicksal und die Bewegungsfreiheit der Prothese letztlich steht und fällt, was mit den Tubercula ist. Da habe ich ja zum Teil desaströse Ergebnisse, wenn ich die Tubercula bei einer Hemiprothese nicht zur Einheilung bringe. Das ist extrem schwierig. Bei der Inversen steht und fällt das Schicksal nicht so sehr mit der Intaktheit der Tubercula. Das heißt, auch wenn die sich im Verlauf resorbieren, auch das ist ja nicht selten, oder wenn die sekundär ausreißen, funktionieren die Endoprothesen, die Inversen, noch relativ gut. Es ist aber für das Endfeintuning, insbesondere für die Endabduktion und die Endaußenrotation, ist es ein Tick besser, wenn man die Tubercula zur Einheilung bringt. Ja, die Supraspinatus-Sehne für mein Empfinden stört die immer, die fällt bei mir grundsätzlich. Force-Couple, Infraspinatus und Subscapularis vorne bleiben letztlich drin und ich gebe mir Mühe, hier die Refixation der Tubercula über die entsprechenden Nähte letztlich durchzuführen. Ich glaube, das war das, was ich Ihnen zeigen wollte. Und fixierst du es nochmal unten am Schaftanteil mit Vorbohrungen, damit es nicht hochgezogen wird? Oder? Das kann man machen. Das Gute ist, die Prothese hat, ich zeige Ihnen das mal, hat hier ganz unten im Prinzip ein Faden. Ne? Und dieser Faden letztlich gibt mir eine gute Vorspannung nach Inferior, sodass ich das nicht unbedingt machen muss. Ich kann natürlich, aber das würde ich wenn vorher machen, das kann man bei den zementierten Prothesen nur empfehlen, dass man zusätzliche Schaftbohrungen noch hier macht, dass man die Tubercula nochmal gezielt nach unten zieht. Ja. Jawohl. Genau. Okay, dann unsere Operation wäre dann im Grunde zu Ende. Es ist natürlich ein bisschen geschönt, denn dieses Knoten der Tubercula am Ende dauert oft noch mal ordentlich lang und man wundert sich, dass die Prothese schon längst drin ist und die OP noch nicht fertig ist. Aber das ist eben eine gute Rekonstruktion der Tubercula mit mehreren Fäden und Knoten. Ist dann schon noch eine Menge Arbeit und kann auch mal noch 15 Minuten dauern. Hier kann man das sehr schön sehen. Also die Tubercula sind jetzt wieder verschlossen unter dem eigentlichen Prothesenkopfanteil, also der inversen Prothese. Und das ist sehr gut rekonstruiert, sodass es sogar noch Kontakt zum Schaft hat und eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit hat, anzuheilen. Ja, gut, definitiv. Dann wären wir jetzt soweit fertig und zur Abmoderation gebe ich dann nochmal nach Salzburg und ihr könnt uns noch euer Ergebnis zeigen, aber eigentlich könnt ihr unseres schon gar nicht mehr toppen. Die hat jetzt eine freie Beweglichkeit und ist glücklich und schmerzfrei. Freddy. Nach Köln. Bitte schön, ja. Schön. Ist das die ehemalige Platte von Axomed? Ja, hallo nach Köln. Also Glückwunsch zu dieser gelungenen Prothese. Daher kommt aber es, gell? Wir zeigen euch jetzt mal, wie weit
die beiden Stars hier diese wirklich total zerscherbelte Schulter rekonstruiert haben. Und Thomas Freude und Franz Kralinger werden jetzt nochmal die letzten Schritte nochmal ein bisschen rekapitulieren und nochmal zeigen, auf was es wirklich ankommt. Also ich glaube, was wir gerne hätten, dass man mitnimmt, ist dieser intraartikuläre Zugang, ja, wo wir den Split in der Sehne gemacht haben, wo wir also da diesen Split gemacht haben und dann das Tuberkulum, den hinteren Anteil, einfach weggeschoben haben wie im Vorhang. Dann haben wir das Head-Split-Fragment rekonstruiert und ich glaube, sehr schön. Kann man mal kurz jetzt unser Abschluss... Sieht man das? Ja. Also das heißt, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, die wir mitgeben wollten. Nicht eine Fibula formatfüllend nach unten, bis sie sich arretiert, sondern hier unten habe ich ein Loch gebohrt, damit ich diese Fibula wieder nach oben ziehen kann, damit sie eben schön einkippt und genau das tut, wofür wir sie brauchen, nämlich diese Trümmerzone am Kalka abzustützen. Und das kann nur ein strukturelles Allograft. Diese Menge Spongiosa, die ich da bräuchte, um irgendwas zu tun, gibt es nicht. Und man sieht jetzt schon, wir sind von der Höhe relativ gut, ja, mit der Platte. Wir haben das temporär mit K-Treten fixiert, auch hier das Allograft. Und im Grunde geht es jetzt nur noch darum, dass wir das Ganze durchinstrumentieren. Wir haben wieder Abstützung, wir haben ein schönes Kopffragment. Und das Ganze haben wir unter sich gemacht. Und ich glaube, das ist schon eine zentrale Message. Über die Fraktur und einen Längssplit in der Sehne kann man komplett atraumatisch das Gelenk betreten. Wir können auch die lange Bizepssehne aus dem Gelenk dann herausfischen und absetzen, die wir davor an der Pectoralis-Sehne denodetisiert haben. Und ich glaube, die wichtigste Message ist, wir haben den BV nur, um hin und wieder zu kontrollieren. Die wichtigen Schritte, die haben wir gesehen, ohne dass wir Iatrogen Periost abgesetzt haben, ohne dass wir irgendwo Sehne abgesetzt haben. Wenn ich höre subscapulares Peel, bei einer Vier-Teile-Fraktur werde ich relativ nervös, weil dann habe ich eigentlich ein komplett totes Fragment und auf dem setze ich dann wieder den subscapularis an. Keine so gute. Also wir haben richtig die vorgegebenen Zugangswege dort. Genau. Also der deltopektorale Zugang ist ein wirklich vorgegebener Weg zur Schulter. Das heißt, durch die Fraktur, vorgegeben durch die Fraktur. Genau. Was ich gelernt habe, ist dieser strukturelle Allograft. Das hat mich wirklich überzeugt, Thomas und Franz. Also das hat, wieder der Sitz, biomechanisch komplett einleuchtend. Und man sieht ja auch, durch die Fraktur dieses Headsplit-Fragment zu reponieren und stufenfrei unter sich zu rekonstruieren, mit der Möglichkeit, entsprechend HCS-Schrauben oder kleine kortikale Schrauben einzubringen, das ist wirklich überzeugend. Und ich glaube, dass hier noch ein paar Schrauben reinkommen und so, das kann sich jeder auch am Monitor zu Hause und sogar die Kollegen in Köln vorstellen. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich mechanische Abstützung und die entscheidenden Schritte möchte und muss man sehen. Ganz selten gibt es also so vertikale Headsplit, wo ein Teil der Kalotte auf dem Minus drauf ist. Ja? Und das ist eine der wenigen, wo ich zum Beispiel manchmal nur das Intervall eröffne, weil ich es dann auch mit Joystick visualisieren kann. Aber normalerweise ist der Eintritt immer die Frakturlinie intertuberkulär und die ist einfach 8 bis 10 mm hinter dem Sulcus. Ja? Also das vordere Fragment ist immer minus der Sulcus und noch ein Teil des Meiers. Also die Fraktur, die hier ja artifiziell entstanden ist, entspricht schon auch den realen Situationen. Kann man das so sagen? Also so machen wir regelhaft die Headsplit-Frakturen. Ja. Ja. Und so sind die Headsplit-Frakturen auch. Ja. Und was man nie vergessen darf, ist, wenn ich heute in der Vier-Teile-Situation bin, dann kann ich ja das Minusfragment komplett herausdrehen und dann unter Sicht rekonstruieren. Und dann drehe ich es zurück und mache mir eine Zwei-Teile-Situation wieder draus. Und das ist das Entscheidende. Und das ist glaube immer, ich, oder? Die Gelenkfraktur Kux. Muss man sehen. Genau, Gelenkfraktur muss man sehen. Thomas Reuter hat da einen sehr wahren. Und die biologische Abstützung, oder Franz, ist A und O, ist, dass die Osteosynthese dann nicht versagt ist, einfach zusätzlich die Abstützung nach medial, um die Last von den Schrauben zu nehmen und gleichzeitig das Draufsintern des Kopfes etwas zu bremsen.
Ich danke euch beiden. Das war didaktisch hervorragend und technisch eine Meisterleistung, vor der man nur den Hut ziehen kann. Also ein gutes, sehr, sehr gutes Team. Und ich höre einen ganz lauten Applaus aus unserer gesamten Audienz im deutschsprachigen Raum. Vielen Dank an euch. Und die Abmoderation kommt hier aus Salzburg oder aus Köln. Ich weiß es nicht. Hier aus Köln. Schade, ich wollte eigentlich nämlich mit der Abmoderation auch das Ergebnis dieser Mini-Battle bekannt geben und sagen, dass Salzburg knapp gewonnen hat, obwohl die Kölner auch nicht schlecht waren.